Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen. Heute geht es um Victorinox-Zubehör. Es geht um das Victorinox Multitool-Öl. Das ist heute angekommen. Ich wollte erst ein Unboxing machen, aber der eine oder andere kennt das sicher. Dann reißt man das auf und naja. So, dann schauen wir uns das mal an. Das wird hier in so einer, ja, Kartonage ist es drin. Kann man da so rausziehen. Ich habe das jetzt eben noch mal nur so zum Dekozweck wieder reingetan. Hier haben wir das gute Öl. 5 Milliliter. Ich dachte auch, wo das Ding angekommen ist, Mann, ist das eine kleine Flasche. Das ist wirklich echt winzig. Aber ich habe darüber nur Gutes gelesen, über dieses Öl. Also sprich, es ist lebensmittelecht. Also wenn das hier, weiß ich nicht, zum Beispiel beim Laiol, bei der Jausetalm oder so, sollte da irgendwas mit ins in die Nahrung mit reinkommen, würde da nichts passieren. Ja, ich habe vorhin einen Tropfen mal ins Laiol reingetan und ich muss wirklich sagen, es schmiert wunderbar. Ne? Der Clou an der Sache ist, man kann es tropfenweise, also punktgenau anbringen, wenn man das hier so sieht. Moment, vielleicht. Moment. Na, dann machen wir jetzt mal einen kleinen, ich sag mal hier, kleinen Versuch. Hier, das ist das, was habe ich gesagt, Heika. Und dann hier Tropfen rein. Bisschen drücken. Oh, Moment. Bisschen drücken und ja, also ein Tropfen rein. Punkt geölt, ein bisschen auf und zu, damit sich das besser verteilt. Und ja, soll auch nicht harzen und soll wirklich sehr gute Eigenschaften haben. Also, ich habe das bestellt bei, wo haben wir es? Meintaschenmesser.de und ich habe fürs Fläschchen 3 Euro 60 bezahlt und für den Versand 2,50, also Standardpauschale. Ne? Also 3,60 lasse ich mir gefallen. Bei Amazon hat das irgendwie um die 6 Euro gekostet. Wenn man nicht bei Prime ist, irgendwie muss man nochmal 3 Euro Standardversand zahlen. Und okay, 6 finde ich dann schon, also nur fürs Öl, oh, ist. Naja, ich sag mal so günstig ist anders, aber mein Gott, die 3 Euro jetzt, ja, das geht schon. Ja, hab's auch fürs Laiol hier verwendet, hier in den, hier oben rein, in die Achse, so ein bisschen einen Tropfen und das geht echt wunderbar jetzt wieder auf und zu. Ne? Ja, wie gesagt, mir war es wichtig, dass es lebensmittelecht ist, damit man sich nicht irgendwie unnötigerweise vergiftet mit dem Öl. Und naja, was heißt vergiftet, aber er sollte meine, also es sollte jetzt nicht die pure Chemie sein. Das war irgendwie so mein Anliegen. Hier nach Meerwasserkontakt müssen Multitools sofort mit Süßwasser gespült werden, verklebte Klingen mit warmem Wasser hin und her bewegen, danach gut trocknen und Reibestellen ölen. Ja, das kennt man hier von diesen. Das soll hier wohl das Zwischenstimmen sein. Das kennt man hier von diesen Beipackzetteln von Victorinox. Ja, wie gesagt, das ist das Multitool-Öl. Bis jetzt nur, kann ich eigentlich nur Positives drüber sagen. Ne? Es tut, was es soll. Es ölt. Ja, gut. Also ich würde sagen, das ist ein Kauftipp. Wie gesagt, wenn man schon viel von Victorinox hat, warum nicht das Zubehör? Ne? Also ja, gut. Bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und tschüss.